Und Mekka, barakallahu fikum, ist ein Name von Mekka. Manche sagen, das ist Zentrum sozusagen von Mekka. Manche Gelehrten, aber Allahu alam, barakallahu fikum. Mekka ist Mekka, aber es gibt verschiedene Dialekte bei den Arabern. Es gibt verschiedene Dialekte. Und eventuell, das ist ein Dialekt gewesen. Und das wurde aufgenommen im Koran, weil der Koran in 7 Dialekte herabgesandt worden ist. Das ist nicht die Lesung, sondern Dialekt. Das erste Haus wurde erbaut durch Ibrahim a.s. und Ismail a.s. Es gibt eine Überlieferung, barakallahu fikum, dass die Ersten, die das Haus gebaut haben, waren waren Hawa, Entschuldigung, und Adam. Aber dies kann man nicht bestätigen, Allah ta'ala, weil diese Überlieferung schwach ist, weil eben Luhayya oder Lahiya drin ist. Und das ist von seinen Hadithen, die er nur erwähnt hat. Und deshalb das schwach, Wallahu ta'ala wa a'lam. Oder das könnte von Abdullah ibn Umar sein. Ibn Amr, Entschuldigung. Auf jeden Fall, was bedeutet die Ayah? Allah subhanahu wa ta'ala erzählt uns, dass das erste Haus, was erbaut worden ist, war in Mekka. Und das ist das Haus Allah subhanahu wa ta'ala, Mubarakan, das ist gesegnet. Es gibt dort viel Segen und viel Khair. Wa hudan lil alamin, und das ist Rechtleitung für die Welten. Das heißt, wenn man zu Al-Kaaba, sage ich jetzt, Barakallahu fikum, betet. Passt auf, die Steine und Stoff und die Mauern und das Holz oder Gold, was dort ist, wird nie angebetet. Wir beten kein Gold an und kein Steine an und kein Holz an. Aber das ist unser Fokus und wir beten in dieser Richtung. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dieses Haus gesegnet, indem, wenn du ein Gebet in Haram von Mekka betest, bekommst du 100.000-fache als normales Gebet woanders. Außer in Medina 1000 und Al-Aqsa auch 500. Deshalb, das ist Barakallahu fikum, gewaltiger Lohn. Möge Allah subhanahu ta'ala uns helfen, dass wir auch dahin kommen. Das ist Barakallahu fikum, sagt Allah die Ayah: Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakah hudal alamin. Was bedeutet Bakka? بكة تبك أعناق الجبابرة والظلمة. Das heißt, die Leute, die ungerecht sind, werden sozusagen بك البك. Das ist etwas wie fertig machen. Barakallahu fikum, sagt machen. Und dass sie weinen und dass sie erniedrigt werden. Das ist das Wort بك. Es könnte sein auch, dass es ein Dialekt ist, weil der Koran in 7 Dialekten herabgesandt wurde. Und ein davon ist bekannt bei Arabern, manche haben Mim Ba gesagt. Oder Ba Mim. Wallahu ta'ala ala wa alam.